So, ich habe hier jetzt mal mein leeres Programm und jetzt können wir mal eine Interrupt-Service-Routine schreiben. Die können wir hier irgendwo definieren. Ich mache das mal hier drunter. So. Und die definiert man fast wie eine normale Funktion. Das heißt, diese Funktion gibt nichts zurück. Und das soll mal eine Interrupt-Service-Routine sein. Das heißt, ich schreibe da mal ISR rein, um einfach zu sehen, das ist keine normale Funktion, sondern eine Interrupt-Service-Routine. Das kann man machen, das muss man aber nicht. Das kann man nennen, wie man möchte. Und dann soll die für den Interrupt 0 da sein. Insofern schreibe ich einfach mal Interrupt 0 da rein. Und das ist eine Funktion, die auch keine Parameter übergeben bekommt. So, und dazu muss man jetzt noch angeben, dass das eine Interrupt-Service-Routine ist. Das macht man durch das Schlüsselwort Interrupt. Und für den Interrupt 0, für den externen Interrupt 0, muss man hier noch eine 0 dahinter schreiben. Welche Zahlen man dahinter schreiben muss für die unterschiedlichen Interrupts, das werden wir in einer der nächsten Videos sehen. Da wird die Priorität der einzelnen Interrupts eingetragen und die ist für den Interrupt 0 eben gleich 0. Ja, und darunter kann man im Prinzip dann das programmieren, was letztendlich in dieser Interrupt-Service-Routine passieren soll. Zum Beispiel könnte ich erstmal schreiben, P1 soll gleich P1 plus 1 sein. Das heißt, dort wird einfach das, was in dem Port P1 steht, um 1 inkrementiert. Gut, damit sind wir schon fast fertig mit unserem Interrupt. Wir müssen aber, wie wir eben gesehen haben, diesen Interrupt freigeben. Das heißt, wir müssen solche Interrupts erstmal zulassen. Und das können wir hier in dem Main-Programm machen. Das heißt, wir schreiben da einfach EAL ist gleich 1. Damit lassen wir Interrupts erstmal generell zu. Und wir müssen dann unseren speziellen Interrupt, das war der Interrupt External 0, also EX0, gleich 1 entsprechend zulassen. Okay, das Ganze kompilieren wir mal. Und laden das Ganze mal auf den Emulator. So, wir sehen hier schon, P1 ist geöffnet. Wir brauchen noch das Fenster für den Interrupt. Und zwar haben wir gesagt, das ist am Port 3. Letztendlich da das Portbit 3.2, also das hier, das Signal also, wenn wir hier gleich eine 0 einschreiben, dann müssten wir einen Interrupt bekommen. Ich starte das Programm einmal. So, das Programm läuft. Und wenn ich jetzt hier diesen Pin mal auf 0 setze, dann merken wir, er fängt hier oben wie wild an zu zählen. Ich nehme das Bild mal wieder zurück. Jetzt haben wir keinen Interrupt mehr. Und wenn ich das wieder auf 0 setze, dann zählt er oben wieder hoch. Das geht so schnell, dass man das gar nicht sauber hier sehen kann. Das liegt daran, wir haben unser IT0 nicht verändert. Wir gucken uns unser IT0 mal einmal an. Interrupt. Und sehen, unser IT0 ist immer noch gleich 0 gesetzt. Also hier können wir dem Mikrocontroller in die Karten gucken. Das heißt, EAL haben wir gleich 1 gesetzt. EX0 haben wir auch gleich 1 gesetzt, das heißt, wir haben die Interrupts zugelassen, haben IT0 aber gleich 0 gesetzt. Das heißt, unser Interrupt ist flankengesteuert. Das heißt, solange wir eine negative Flanke haben, wird die Interrupt-Service-Routine aufgerufen. Und das ist genau das, was wir hier auch gesehen haben. Solange wir eine negative Flanke haben, zählt der Port 1 hoch. Das wollen wir so nicht haben, wenn wir das ein bisschen kontrollierter haben wollen. Ich gehe mal wieder zurück in die Programmierumgebung und wir setzen da mal unser Register IT0 gleich 1. Das hätte ich jetzt auch schon im Emulator machen können, aber das ist ja eigentlich eine Sache,
auf die man normalerweise bei der Programmierung keinen Zugriff hat. So, deswegen schreibe ich hier einmal IT 0 ist gleich 1 und sage dem Mikrocontroller damit, dass letztendlich wir nur einen flankengesteuerten Interrupt haben wollen. Okay, kompilieren hat geklappt. Ich lade nochmal auf den Emulator. Okay, und wir starten das Programm. Und ich ändere jetzt hier was an dem Port 3.2, setzen also auf 0. Und er hat einen Überlauf, er ist von FFFF auf 00 gesprungen. Ich nehme den Interrupt mal wieder zurück. Und jetzt kommt wieder ein Interrupt. Und zwar reagiert er wieder auf die negative Flanke und setzt letztendlich dieses Portbit gleich 1. Und so weiter. Und was ich genau sehe, jetzt reagiert er auf die negativen Flanken und inkrementiert letztendlich dann das entsprechende Portbit. Okay, das ist letztendlich schon der externe Interrupt 0 gewesen. Ich gehe nochmal zurück in die Programmierumgebung und dort werden wir sehen, dass wir nicht nur den Interrupt 0 haben, sondern auch den Interrupt 1. Und wir werden sehen, wie dort die Register definiert sind. Ich gehe mal in die H-Datei, in die entsprechende, und dort sehe ich beispielsweise, ich scroll mal ein bisschen hoch, hier mein EAL für meine Enable All Interrupt. Ich habe hier mein EX0 und genauso wie ich mein EX0 für den Interrupt 0 habe, habe ich hier auch meinen Wert EX1 für den Interrupt 1. Beziehungsweise dieser Controller, den wir hier verwenden, der hat noch mehrere externe Interrupts, die man letztendlich hier alle entsprechend so enablen kann. Gut, gleich wird es noch eine Aufgabe geben. Dort wird der interne Interrupt, der externe Interrupt 0 und auch der externe Interrupt 1 benötigt. Und deswegen habe ich die hier an der Stelle nochmal gezeigt, wie entsprechend diese Register angesprochen werden können.